Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auto Werkstatt Simulator 2018 hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sind jetzt straight auf dem Weg zu Level Matze X7. Okay, müssen wir gleich mal gucken, was wir dann dementsprechend noch an Aufträgen da haben. Ich will jetzt auch nicht zu viel annehmen. Ne? Wir haben hier ein Problem mit den Bremsen. 5 Teile müssten noch definitiv getauscht werden. Ich denke mal, da ist der Bremssattel und die Bremsbeläge hier defekt. Ja, auf jeden Fall. Bremsbeläge, Bremssattel. Dann wollen wir das nämlich einmal tauschen hier. Bremsbeläge, Bremssattel. Nächstes Rad. Ja, wir brauchen jetzt noch knapp 300 XP, also 3 Fahrzeuge im Prinzip. Das passt. Bremsbeläge brauchen wir neu. Bremsen, okay, annehmen. Brauchen wir 3 Aufträge im Prinzip zu Level 19, um das zu erreichen. Das ist natürlich einerseits heftig, aber okay. Ändern können wir es nicht, ne? Vor allem, wir können dadurch relativ viel schaffen jetzt. Wir müssen die Aufträge Bremssattel ist defekt natürlich so schnell wie möglich erledigen. Okay, das ist passend. Dann brauchen wir einen neuen Bremssattel. So, noch ein Problem. Ein Problem noch. Bremsbelag. Ich muss von aus, ja. Das werden die Bremsbeläge sein. Ja. Okay, da haben wir den Wagen auch schon wieder geschafft, ne? Geld kommt rein. Getriebeproblem, okay. Komm, hier wir würden 2. Einmal Hebebühne 2, ne? Motorhaube, Getriebe, wie sieht's aus? Von einem Fahrwerk aus, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kardanwelle raus. Dann den Anlasser raus. Anlasser scheint relativ wenig. Aber gut, ne, passt.
Kupplungsdruckplatte. Schwungscheibe und Schwungrad. Ja, komplettes Programm im Prinzip. Schwungrad. Dann die Kupplungssachen. Kupplung. Die Scheibe, die Druckplatte und das Drucklager. So, Level 19 willkommen. Ist die Frage, was relativ einfach ist, ne? Getriebe V8 Typ A. Getriebe V8 Typ A. So, das wär's. Nächster Auftrag. Oh, fast 6.000, 7.000, ne? Abgasanlage, Getriebe. Ja, von mir aus. Abgasanlage ist vielleicht einfacher. Machen wir Abgasanlage. Machen wir Abgasanlage, ne? Und da haben wir ja auch noch ein Fahrzeug, ne? Egal. Wir machen jetzt die einfachsten Sachen im Prinzip, um einfach nur zu leveln, Leute. Einfach nur leveln. Laut beim Beschleunigen, okay. Das ist in Ordnung. Hier, Flammenrohr. Okay, zwei Teile haben wir gefunden. Easy. Hoch. Flammenrohr V8 Typ A. Flammenrohr V8 Typ A. Zweimal gekauft. Zweimal montiert. Und weg damit. Nächster Auftrag. Getriebe, von mir aus. Hier gucken wir jetzt mal eben nach dem Inventar. Also das dementsprechend hier mal rausschmeißen alles. Und nächster Auftrag. Ja, den vergesse ich gerade irgendwie. Keine Ahnung. Müssen wir gleich machen. Das müssen wir gleich machen, Leute. So, nächster Auftrag. Getriebe. Problem, ne? Getriebe, Getriebe, ja. Anlass ist von der Hebebühne aus. Das passt, okay. Fast. Nee, wir sind Level 19 jetzt geworden. Oh, wir sind Level up. Level up, Leute. Dann können wir wieder einen Punkt vergeben, ne? Rabatt in Shops. 10%. Upgrade freischalten. So, das nächste wäre Level 20. Prüfe Teile 150%. Montiere Teile 150% schneller. 150% schneller montieren. Das wäre heftig. Aber okay, kriegen wir hin. Also, Getriebe, ne? Die Kardanwelle muss runter. Verteilgetriebe muss runter. Getriebewelle runter. Anlasser runter.
Metallgetriebe raus. Getriebe W12 raus. Drucklager raus. Druckplatte raus. In die Druckscheibe. Also die Kupplungsscheibe. Das scheint noch in Ordnung zu sein. Alle komplette Kupplung neu kaufen. Kupplung. Getriebe W12. Getriebe W12. Das wäre das hier. So, den Anlasser wieder dran. Genau, den waren auch schon wieder fertig. Verteilergetriebe dran. Dann die Gelenkwelle, die Getriebewelle und die Kardanwelle. Und ansonsten ist er fertig, ne? Geld ohne Ende gerade, ne? Jetzt können wir den Ahnungwagen noch machen. Bevor wir den vergessen wieder, ne? Bremsen sind schlecht. Okay, einmal hier, wir Bühne 2. Wir brauchen jetzt knapp 900. Ja, 900. Brauchen wir knapp. Habe ich das Steuergerät? Können wir reparieren? Das auch. Wie viel brauchen wir im Prozent? 64%, okay. Passt beides, sehr schön. Das sieht gut aus. ...1031 schon direkt. Da ist was defekt auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Bremssattel Minimum. Dann müsste eigentlich fast mal in Ordnung sein. Ziemlich gut aus, ja. Bremssattel 64%? Ja. Sehr gut. Wenn die Teile nicht ganz kaputt sind, dann ist das doch in Ordnung. Bremsbelag. Bremsbelag. So, hier die Bremsscheibe. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Müssen wir die Bremsscheibe tauschen.
Geht relativ zügig alles, relativ, sage ich mal. Das sind relativ einfache Sachen, die man hier tauschen kann und alles. Von daher geht das Leveln eigentlich relativ zügig, ne? Von daher, da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Zwei Sachen noch. Sattel, Bremsscheibe innen gelüftet wahrscheinlich, ne? Ja. Bremssattel versuchen wir zu reparieren. Das heißt, wir brauchen nur die Bremsscheibe innenbelüftet nachkaufen. Na, haben wir es geschafft, ne? Sind wir auch am Ende der Folge, Leute. Gut, dann danke ich euch einmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und sagt einmal in dem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss.